mein Freund, der schönste Tag des Jahres steht vor der Tür. Und wir sind fast bereit für Weihnachten. Die Vorbereitungen sind noch im vollen Gange, hier im Land vom Weihnachtsmann in Lappland. Ich kann dir sagen, dass die Herstellung der Weihnachtsgeschenke gut vorangeht. Da Rentiere meine wichtigsten Helfer in diesen magischen Nacht sind, muss ich mich das ganze Jahr gut um sie kümmern. Wenn die ersten Schneeflocken im Herbst fallen, bekommen meine Rentiere besondere Aufmerksamkeit und viel Bewegungsfreiheit. Und je näher Weihnachten rückt, desto mehr Zeit verbringe ich damit, mich um sie zu kümmern. Zum Beispiel biete ich ihnen ihr Lieblingsessen, Rentierflätten, an. Weihnachten steht vor der Tür und meine kleinen Elfen beobachten fleißig. Wenn du ganz genau schaust, kannst du vielleicht sogar einen flüchtigen Blick durch das Fenster bemerken. Aber du musst wirklich schnell sein. Oh, danke, Kilvo. Hier kommt der Bericht über die Kinder in der Schweiz. Meine Elfen führen über jedes Kind Buch, so kann ich leicht herausfinden, wer ungezogen oder nett war. Das ist eine wichtige Aufgabe und eine große Verantwortung für meine Elfen. Ich bewahre das Buch, das auch Aufzeichnungen über dich, mein Freund, enthält. Hier ist es, lass mich nachschauen. Warst du dieses Jahr ungezogen oder nicht? Oh, wo ist dein Name? Hier ist es. Wie ich sehe, hast du dieses Jahr hart gearbeitet, um besonders gut zu sein. Das ist großartig. Macht weiter so, mein Freund. Meine Elfen und ich lese gewissenhaft die Wünschzettel der Kinder und tun unser Bestes, den Kindern, die nicht ungezogen waren, schöne Überraschungen zu bringen. Aber denk daran, dass wir nicht jeden Wunsch von dir erfüllen können. Das Wichtigste an Weihnachten ist die weihnachtliche Stimmung und eine schöne Zeit mit der Familie und Freunden. Weihnachten bedeutet für einen alten Mann wie mich viel Arbeit. Manchmal, wenn ich mir alles zu viel wird, liebe ich es, für ein kleines Nickerchen neben dem Kamin zu entspannen. Auch wenn man viel zu tun hat, ist es wichtig, Pausen zu machen und sich auszuruhen. Wenn ich meine kleinen Pausen mache, kümmert sich Kilvo um die Kamine im Weihnachtsmannland. Kilvo ist hier ein echter Meister bei der Arbeit mit Kaminen. Nun, ich denke, ich habe genug von mir erzählt, mein lieber Freund. Weihnachten steht vor der Tür und ich muss jetzt meine Rentiere füttern gehen. Bleibe immer schön freundlich und bis bald. Tschüss!